Einen schönen Nachmittag, liebe Kolleginnen und Kollegen, von mir Ihnen. Ja, guten Morgen. Man muss es aber den Ukrainern sagen, die Krim ist für die Ukraine verloren. Sie wird nie wieder zur Ukraine zurückkehren. Das wäre Ehrlichkeit gegenüber unseren ukrainischen Freunden. Und aus dieser Erkenntnis heraus ergeben sich auch Chancen. Das ist Realpolitik, Herr Kollege, und keine Traumpolitik. Aus dieser Perspektive ergeben sich Chancen. Wir haben nämlich genau das Gleiche gemacht, als wir das Kosovo von Serbien abgetrennt haben und die UNO-Resolution 1244 sagt heute noch, und sie besteht noch, dass die territoriale Integrität Serbiens anerkannt werden muss. Und das haben Sie in den vergangenen Wochen hier immer wieder durch Ihre Abstimmung ignoriert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dieser Rede hat sich der Kollege der AfD empfohlen für einen Job bei Russia Today im Anschluss an seine Bundestagskarriere, die hoffentlich bald zu Ende ist. Wenn Sie, Herr Hampel, jetzt sagen, das Ergebnis dieses Krieges zu akzeptieren sei Realpolitik, dann befinden Sie sich nicht nur in sehr schlechter historischer Kontinuität mit anderen deutschen Parteien, dann sehen Sie auch den Boden für neue Kriege und neues Leid. Das ist die Politik der AfD in diesem Haus. Meine Damen und Herren und insbesondere den Kollegen der AfD, es ist natürlich blanker Zynismus, wenn Sie und auch Putin beteuern, Russland werde alles tun, um einen Frieden zu erreichen. Russland und Putin persönlich tragen die Hauptverantwortung dafür, dass der Krieg in der Ukraine mehr als 13.000 Menschenleben gefordert hat und über 1 Million Menschen zur Flucht gezwungen hat. Es hat im Übrigen auch nichts mit der Solidargemeinschaft zu tun, muss man an der Stelle sagen. Und dieser Griff in die Sozialkassen, das kennen wir von der Mütterrente, von der Arbeitslosenversicherung. Ich sage Ihnen eins, meine Damen und Herren von der Union, wenn es doch mal mit uns zu Gesprächen kommen sollte, könnte ja sein, über eine Regierungsbildung, tun Sie eins nicht. Halten Sie den Mund, reden Sie nicht mehr von 40% höchstens im Gesamtsozialversicherungsbeitrag. Das haben Sie selbst hier mit solchen Schritten ruiniert. Frau Präsidentin, bitte. Frau Hauptgegner. Haupt nicht, so viel Ehre wollte ich auch nicht dem Ganzen geben. Aber unabhängig davon, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, der politische Wettbewerb schadet nicht. Ich glaube, wenn Menschen zur Wahl gehen, wollen sie auch eine Auswahl haben. Und deswegen schadet es nicht, wenn man ab und zu auch mal einen Unterschied merkt. Und Frau Lemke, ich glaube, zwischen Ihnen und mir bei aller Wertschätzung im Persönlichen gibt es halt ein paar inhaltliche Unterschiede. Es muss doch gar nicht schlimm sein, deswegen kann man eine gute Debatte miteinander führen und muss auch nicht gleich immer alles irgendwie dann gleich machen, sondern Unterschiede herausarbeiten. Ich glaube, das tut dem politischen Betrieb und übrigens auch der Akzeptanz von Politik insgesamt gut, wenn man Unterschiede merkt, auch in der Debatte. Ich kenne das ja, ne? Warum nicht mehr? Klar kann man die Frage stellen, warum nicht mehr an Entlastung als diese 1,2 Milliarden? Aber es ist doch bezeichnend genug, dass bei diesem Thema FDP und PDS, wie Sie so schön gesagt haben, Linkspartei gemeinsam klatschen. Weil Sie hier einen Wettbewerb miteinander machen, wer verspricht allen mehr, ohne jemals zu sagen, wie es bezahlt werden muss. Sie machen typische Oppositionsarbeit, wir versprechen allen alles, aber wir erklären niemandem, wer es bezahlen muss. Den Teil vergessen Sie dann immer. Sie haben 5 schöne Punkte aufgezählt, Herr Birkwald, den 6. Punkt haben Sie leider vergessen, dass das am Ende entweder Steuerzahler oder Beitragszahler finanzieren müssen. Und deswegen geht es um einen sauberen Ausgleich von Interessen. Und genau das machen wir mit diesem Gesetz. Und zum Schluss möchte ich sagen, die FDP hat getitelt mit mehr Mut im Wahlkampf. Und deswegen finde ich es hier erneut ganz, ganz schade, dass Sie diesen Mut bei den Koalitionsverhandlungen zu Beginn der Legislatur nicht bewiesen haben. Es gilt für den Soli, aber es gilt auch hier bei der Abschaffung der Doppelverbeitragung. Und dass die Grünen heute nicht zustimmen, obwohl sie damals maßgeblich Verantwortung mitgetragen haben, das finde ich einfach schlecht im Stil. Und deswegen bin ich froh, dass wir das hier für die Union und die SPD gemacht haben. Das klingt nach genau dem unerbittlichen Freiheitsbegriff der FDP. Haben Sie mal erlebt, wie es Soloselbstständigen geht, wenn sie wirklich nach einer gewissen Zeit merken, dass sie das Geld nicht haben in der Alterssicherung? Haben Sie mal erlebt, was es heißt, dass man in jeder selbstständigen Tätigkeit, auch im Handwerk, eine Krankheit weg von der Armutsgrenze ist? Ich meine, von was reden Sie? Sie reden von so erfolgreichen Unternehmern, dass sie sich die FDP leisten können. Aber ich glaube, der Großteil der Selbstständigen braucht den Rest des demokratischen Hauses.
Ja, unerbittliche Freiheit, das ist schon ganz bemerkenswerte Aussage, lieber Herr Kollege, dem von den Linken. Unerbittliche Freiheit. Reden wir doch mal über die Realität. Wir wollen ja, dass es eine Pflicht zur Vorsorge gibt. Da ist sich hier das Haus weitestgehend einig. Aber die Frage ist doch, bei Selbstständigen, die so vielfältig sind, ist es da richtig vorzuschreiben, auf welchem Weg das passieren soll? Und ist es übrigens noch zeitgemäß, um das klar zu beantworten, Herr Kollege, ist es noch zeitgemäß, dass wir gleichzeitig auf der anderen Seite Selbstständigen zum Beispiel verbieten zu riestern? Deswegen kann man heute, wenn man von der Anstellung in die Selbstständigkeit wechselt, oft seine Altersvorsorge nicht mitnehmen. Das ist doch absurd. Und drittens und letztens, Herr Kollege Dehm, ist es eigentlich noch zeitgemäß, dass wir auf der anderen Seite ein weiteres Beispiel dafür, dass wir Selbstständige schlechter behandeln in diesem Land? Dass Selbstständige, wenn sie sich freiwillig für die gesetzliche Krankenversicherung entscheiden, dass sie dann in vielen Fällen höhere Beiträge zahlen müssen als identisch verdienende Angestellte? Wir müssen doch alle Erwerbsformen materiell gleich behandeln, Herr Kollege. Das können wir gerne schaffen, aber dann brauchen wir eben auch endlich eine nicht mehr schlechter Behandlung an ganz vielen anderen Stellen in der Sozialversicherung. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das je sagen würde, aber eigentlich kann ich Ihren Antrag in relevanten Teilen unterstützen. Darin schreiben Sie, dass eine gesetzliche Neuregelung des Statusfeststellungsverfahrens auf das Ziel gerichtet sein muss. Ich zitiere wörtlich, dass Auftraggeber sich nicht aus der sozialen Verantwortung stehlen und etwa Mindestlöhne durch Scheinselbstständigkeit umgehen. Zudem fordern sie eine Vorsorge, die zu Renten oberhalb der Grundsicherung führt. Diesen Tenor habe ich in Ihrer Rede vermisst. Also Ihr Antrag ist auf jeden Fall besser als die Rede, die Sie hier gehalten haben. Und das Letzte ist ja noch der erklärte Parteiwille. Ja gut, wenn es der Parteiwille allein ist, dann brauche ich überhaupt kein Statusfeststellungsverfahren, weil wenn der Parteiwille allein entscheidet ist, dann haben wir das. Also lieber Johannes Vogel, das ist dünne Suppe, das ihr da aufgeschrieben habt. Das muss ich wirklich sagen. Das muss ich wirklich sagen. Da hätte ich euch beim Überlegen schon etwas mehr zugetraut jetzt nochmal. Und es ist Ihre Politik, die ein Klima der Gewalt gegen Frauen massiv begünstigt. Wer Frauen schützen will, der muss sich, hören Sie gut zu, der muss sich auch ideologiefrei mit den Ursachen für die angestiegene Gewalt gegenüber Frauen und Kindern in Deutschland auseinandersetzen. Nur die Fakten liegen auf dem Tisch. Gegen Frauen gerichtete Gewalt wird stark überproportional von Migranten begangen. Bei einem Ausländeranteil von nur 12% an der Gesamtbevölkerung sind 33% der Täter häuslicher Gewalt Migranten. Und nun werfen Sie mir bitte nicht vor, ich würde mit Fakten hetzen. Selbst die grüne Heinrich-Böll-Stiftung gibt unumwunden zu, dass beispielsweise fast alle Ehrenmorde auf das Konto von Migranten gehen. Also seien Sie nicht realitätsferner als Ihre eigene Stiftung. Gerade diejenigen auf der linken Seite, die sich so gerne als Frauenrechtlerinnen bezeichnen, betreiben eine Politik, die archaische Vorstellungen und die Unterdrückung der Frau millionenfach nach Deutschland holen. Sie gefährden damit unsere über Jahrhunderten erkämpften Freiheiten. Wachen Sie endlich auf. Kommen Sie bitte zum Schluss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, die Rede muss man nicht mehr kommentieren. Gewalt gegen Frauen wird so oft immer noch als eine Privatsache gesehen, weil sie meist hinter verschlossenen Türen stattfindet. Ich sage, Gewalt ist kein Privatproblem. Gewalt geht uns alle an, meine Damen und Herren. Gewalt gegen... Vielleicht hören Sie einfach mal zu. Ich habe die ganze Zeit zugehört, wenn Sie geguckt hätten, hätten Sie es gesehen. Ich sage, Gewalt... Die Dunkelziffer ist wesentlich höher. Jede vierte Frau, und wenn wir hier durch die Reihen gucken, garantiere ich Ihnen, auch eine der Frauen, die hier sitzt, wird davon betroffen sein. Und diese Frauen sind zu 70,6% die offiziellen Zahlen deutsche Staatsangehörige. Und Frau Kollegin Haarder-Kühnel, ganz ehrlich, Ihre Rede verhöhnt die Opfer. Niemand von uns in diesem Haus irgendein Opfer aus. Niemand von uns in diesem Haus grenzt irgendjemand etwas in diesem Thema aus. Die Einzige, die heute Abend irgendetwas ausgegrenzt hat, das sind Sie, indem Sie einfach nur den Blick auf die Täter richten. Einen kleinen Bruchteil der Täter. Und das lassen wir nicht zu.
Ich habe Ihnen bereits in der ersten Lesung gesagt, das Dilemma mit den fehlenden Branchen- und Flächentarifverträgen ist bei den Linken und Sozialdemokraten hausgemacht. Gewerkschaften, die als Handlanger linker politischer Wirrköpfe dienen, vertreten keine Arbeitnehmerinteressen und verhandeln keine anständigen Tarifverträge. Solche Gewerkschaften haben abgewirtschaftet, genau wie die hier vor mir sitzenden Parteien. Wir als AfD, als die neue Arbeitnehmer- und Volkspartei, wir fordern Gewerkschaften, die sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. Gewerkschaften wie Alarm oder AFA. Diese Gewerkschaften damals, die wir hatten, waren echte Arbeitnehmervertreter. Sie waren ein starker Part in der Sozialpartnerschaft. Herr Pohl, Ihr Hetzen versucht zu verbergen, dass Sie blank sind. Blank sind, was die Bedingungen der Menschen in unserem Leben, in unserem Land, die arbeiten, die jeden Tag aufstehen, die um ihren Lohn kämpfen müssen, verbergen. Sie haben nichts dazu zu bieten. Und das nützt auch gar nichts, wenn Sie hier über alles hetzen. Die Menschen wissen genau, wem sie vertrauen können. Es ist wie so oft in diesem Haus, werte Kolleginnen und Kollegen der Linken, Sie nehmen eine Statistik, ziehen Zahlen heraus und interpretieren den Untergang der Welt hinein. Aber jetzt muss ich dann doch Religionsunterricht geben. Der Advent ist die Zeit der Vorfreude und nicht der Endzeitstimmung. Wir haben in der Tat in den letzten Wochen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz vielfältig diskutiert, im Übrigen auch im Rechtsausschuss. Und das ganze Thema zieht sich mit intensiver Bearbeitung durch die letzten 6 Monate. Es wundert mich insofern, Frau Kollegin Rössler, dass Sie das überhaupt gar nicht mitgekriegt haben. Wir reden heute tatsächlich über insgesamt 4 Anträge der Opposition. Aber Hand aufs Herz, über diese Anträge ist die Zeit hinweggegangen. Und zwar nicht erst in den letzten 6 Monaten, sondern schon vor 2 Jahren. Und meine Damen und Herren, ich will im Einzelnen zu den. Stellen Sie auch eine Zwischenfrage. Ein Vizepräsident für die AfD. Ach, wo kommen wir denn dahin? Aufsichtsgremium für Geheimdienste, lieber nicht für die AfD. Abwahl von Ausschussvorsitzenden, das wird ganz plötzlich nach 70 Jahren in der GO ausfindig gemacht. Reduzierung der Debattenzeit auf Kosten der Opposition, gar kein Problem. Die Mehrheit hat es ja so beschlossen. Wir haben es gestern gehört, die FDP hat auch zugestimmt, sich damit ein Viertel ihrer Redezeit begeben. Gratulation für diesen vorauseilenden Gehorsam an die Adresse. Herr Peterka, ich weiß nicht, wovor Sie Angst haben. Mark Twain hat mal gesagt, das Recht auf Dummheit gehört zur Garantie der freien Entfaltung der Persönlichkeit. Auch dieses Recht wird Ihnen mit Sicherheit nicht beschnitten werden. Und wir können es ja jeden Tag im Internet sehen und verfolgen, was da auch Trolle, die ich, sage ich mal, ihrer politischen Richtung zuordnen möchte, von sich geben. Dieses Recht bleibt unbeschnitten. Aber es gibt natürlich Grenzen und es werden rote Linien aufgezeigt. Und das ist auch gut so. Vergangenen Wahlperiode hätte wahrscheinlich der Antrag der Kolleginnen und Kollegen von den Grünen noch einen ganz anderen Titel getragen. Der hieß dann wahrscheinlich Netz-DG verhindern. So erinnere ich mich zumindest an die Diskussion aus der letzten Wahlperiode. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern, was der Kollege Konstantin von Notz von hier vorne alles erzählt hat. Und wenn ich mir darüber Gedanken mache, wie der Antrag von Seiten der FDP damals wahrscheinlich gelautet hätte, dann wäre es wahrscheinlich Bedenken second gewesen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, nachdem wir es hier mit Vorlagen zu tun haben, die schon sehr, sehr lange im Ausschuss ruhen, stelle ich hiermit zu § 62 Absatz 2 unserer Geschäftsordnung den Antrag, dass der Deutsche Bundestag beschließen möge, den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz aufzufordern, bis längstens 31. Januar 2020 zu den hier debattierten 4 Vorlagen eine Beschlussempfehlung an das Plenum abzugeben. Gut, das hat sich schon angedeutet hier oben, der Antrag. Wir haben jetzt folgenden Vorschlag zum Verfahren, dass Herr Dr. Buschmann es begründen darf und die Fraktionen, die sich dazu äußern wollen, haben alle die Möglichkeit, in 3 Minuten sich dazu zu äußern. Ja, das ist so. Und so wird es jetzt gemacht.
positiv oder negativ. Und das zuallererst hat er das Wort Dr. Buschmann. Und bitte sagen Sie uns, welche Fraktionen sich dazu maximal in 3 Minuten äußern wollen. Und dann stimmen wir über den Antrag der Fraktion ab. Herr Dr. Buschmann. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, der Antrag ist erforderlich, weil seit über 2 Jahren Arbeitsverweigerung stattfindet. Das kann sich der Deutsche Bundestag nicht gefallen lassen. Demokratie heißt Transparenz. Man braucht eine Meinung. Man kann eine andere Meinung haben, aber man muss der Öffentlichkeit klar sagen, was man will und darf sich nicht wegducken. Und wenn die FDP uns hier Arbeitsverweigerung vorwirft oder dass wir die Oppositionsrechte beschneiden würden, dass wir sie am Gestalten hindern, da hätte es ein ganz einfaches Mittel gegeben. Hätten Sie sich halt nicht vor der Verantwortung gedrückt, wären Sie in die Regierung gegangen, dann könnten Sie schon diese Vorstellung, die Sie haben, längst umgesetzt haben. Das ist Arbeitsverweigerung, was Sie betrieben haben. Und dass Sie hier nur mit 10 Leuten auflaufen, das spricht ja für sich, aber okay. Und dann wurde gerade von Herrn Fechter gesagt, wir wollen doch in Ruhe Experten hören. Wir haben eine Expertenanhörung gehabt zu den Gesetzentwürfen der Opposition. Die Experten wurden angehört. Die Gesetzentwürfe sind entscheidungsreif. Also das immer weiter hinzuschieben, ist pure Inhaltetaktik, was Sie hier machen. Seit über 100 Wochen sind die Gesetzentwürfe auf dem Tisch. Und Sie haben doch hier in der Debatte deutlich gemacht, dass Sie die Gesetzentwürfe ablehnen. Ja, dann stimmen Sie doch dagegen, wenn Sie das meinen. Aber da die ganze Zeit eine Inhaltetaktik zu betreiben, ist völlig unverständlich und völlig inakzeptabel. Und dann hier noch in der Debatte zu erzählen, es gibt kein Overblocking, ist wirklich die Krone, ja, setzt die Krone auf. Reporter ohne Grenzen hat schon letztes Jahr gesagt, es gibt die Gefahr von Overblocking, es gibt reale Fälle und deshalb gehört das NetzDG in weiten Teilen abgeschafft. Dankeschön. Also irgendwie muss ich mal an die Regierungsfraktion sagen, irgendwie klingelt es mir ja in den Ohren. Irgendwie klingelt es mir ja in den Ohren, mit welcher Begründung Sie immer wieder erfinden. Und jetzt machen wir sorgfältig. Ja, ich meine, Sie hatten ja jetzt schon, Sie hatten jetzt, Spaß, seien Sie es ruhig spaßig. Wir sind ja nicht blöd. Wir wissen ja, wie sorgfältig diese Dinge passieren. Das ganze Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat, als es im Jahr 2017 durchgezogen wurde mit dem Tempo, unter Leiden von vielen CDU-CSU-Abgeordneten, die das so auch nicht wollten, ich erinnere mich.